Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Jan und in diesem Video erfährst du, wie du einen WS2811 LED-Streifen mit einem Arduino per IR-Fernbedienung steuerst. In der Videobeschreibung findest du einen Link zum Herunterladen der Programme. Fangen wir also an. Zuerst musst du die Hardware einrichten. In diesem Tutorial werde ich dir nur zeigen, wie du den IR-Empfänger an den Arduino anschließt. In der Infokarte und in der Videobeschreibung findest du einen Link, wie du den WS2811 LED-Streifen mit dem Arduino verbindest. Zuerst musst du GND des Arduino mit G des IR-Empfängers verbinden. Danach musst du 5V des Arduino mit R des Empfängers verbinden. Als nächstes musst du Pin 7 des Arduino mit Y des Empfängers verbinden. Zu guter Letzt musst du den Arduino über USB mit deinem Computer verbinden. Anschließend musst du die IRMOTE-Bibliothek installieren. Als nächstes musst du herausfinden, welche Codes die Fernbedienung an den Arduino sendet. Dazu musst du nur einen kleinen Code schreiben, der die Codes, die die Fernbedienung sendet, ausgibt. Nachdem du herausgefunden hast, welcher Code zu welcher Taste deiner IR-Fernbedienung gehört, kannst du mit dem Schreiben des Codes beginnen. Du kannst meinen Code verwenden, aber vergiss nicht, den Code, den meine IR-Fernbedienung sendet, durch den Code zu ersetzen, den deine IR-Fernbedienung sendet.
Dank für deine Aufmerksamkeit. Vergiss nicht, das Video zu liken und meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Bitte kommentier unten, wenn du Fragen oder Ideen hast.